Und damit, liebe Zuschauer, begrüße ich euch zu einer weiteren Folge Pokémon Der dunkle Sturm. Wir sind wieder da in Folge 19 und wir haben gerade ein Stolunia gefangen und ansonsten im letzten Part ein wenig trainiert. Und kaum haben wir das hier besiegt, ist schon das nächste wilde Pokémon am Machen. Und mal gucken, ob ich wieder voraussagen kann, was es sich für ein Pokémon handelt. Es ist in der Oase und das ist eigentlich ziemlich schnell, muss ich sagen. Da würde ich hier von einem... Moment, was war das hier? Das ist das zweitseltenste. Ich glaube, Gehweier war ganz selten. Geh weiter quasi. Ich glaube, das war selten sehr. Funpi war das zweitselten, also mittelselten. Und ganz häufig war Hauptspross. Also in der Höhle wäre es übrigens Subat gewesen. Und das ganz seltenste in der Höhle wäre, glaube ich, Felino gewesen. Und ich glaube, in der Wüste ist es denn... Das häufigste ist denn, glaube ich, ein... Sandern gibt es, glaube ich, auf jeden Fall auch. Und noch ein Skorgler. Aber ganz ehrlich, das dritte Pokémon habe ich gerade tatsächlich vergessen. Tut mir leid, an der Stelle kann ich euch nicht sagen. Aber wir werden jetzt ganz schnell. Das ist ja eh schon gerade hier fast im Title-Screen. Up to the Oase. Ja, ich habe jetzt immer voll den Effekt. Das habe ich von früher bestimmt hoffentlich jetzt langsam hinter mir. Ich gucke. Es ist direkt das Gehweier. Wir haben gleich das seltenste Pokémon gefunden. Geil. Ich will es fangen. Mucke, ist so geil. Mopsi, Mops, komm an, wir holen einfach auf die Fresse, Mann. Level 11, what the hell, man, what's going on with you? Eine Aquaknarre tut dir hoffentlich nicht so weh. Ein Ruckzuck, das stecke ich weg, Mann. 3 KP, das halt ich doch ganz locker aus. Top da lido lida papa lila lidoin. Hätte jetzt ein Schaden mehr gemacht, hätte ich sagen müssen, das Gehweier macht 4 Schaden. Es schwimmt nur rum. Das hat sich sogar fast gereimt. So, komm, Aurora-Strahl. Going on for this attack, man. Ruckelzuckelhieb. Ja, mach mal dein Ding. Ist mir doch scheißegal, Mann. Ich benutze einen Aurora-Strahl. Der sieht ziemlich cool aus. Richtig schön bunt. Ich finde die Animation so toll. Und der slitscht übers Wasser, über den Boden, als wäre es Wasser. Voll seltsam. Aber ist ja auch bei den Wasserpokémon allgemein so. Auch Goldini schwimmt ja immer in der Luft. Das ist auch mal cool. Ja, aber was soll man sonst auch machen? Man kann ja einfach so einen Wasserfleck in der Luft machen. Das ist so wie sehr seltsam. Weil das sieht voll cool aus. Das wäre dann quasi wie in Super Mario Galaxy. Diese fliegenden Wasserbälle einfach nur. Das sieht bestimmt geil aus. Da könnte man schöne Wassergrafiken rausholen. So, aber egal. Genug geschwafelt. Ich schmeiß einen Pokéball, weil es nur ein Gehweiler. Auch wenn es selten ist, ich glaube, wir können es relativ einfach fangen. Schwemm! So, ihr seht, wo ich sitze. Man hat den Ball mit rechts geworfen. Das habe ich euch erzählt. Dass wenn er einen Pokéball nach Pokémon wirft, die keine Kryptos sind, er den Pokéball mit rechts wirft. Was heißt, er ist Rechtshänder. Er hat das links nur im Ausnahmefall, um damit nur Krypto-Pokémon zu fangen. Was ich irgendwie sehr detailliert und durchdacht von den Entwicklern finde. So, Gehweier, möchte ich einen Spitznamen geben? Das brauche ich an der Stelle nicht machen, weil ich werde sowieso austauschen. Je nachdem, was Grant mir dafür geben würde. Denn ihr habt ja gehört, ne, für die seltenes Pokémon würde er etwas hergeben. Und ich muss immer noch dringend Pokésnacks kaufen. So, ich würde sagen, wir flitzen jetzt ganz schnell. Wo komme ich jetzt als... Ach komm, wir gehen gleich nach Pyritus und tauschen eventuell schon Gehweier, weil ich weiß, dass man da vor dem einige coole Pokémon bekommt. Ein richtig cooles sogar, was ich sehr, sehr gerne benutzen würde. Das wäre voll schnauke und übelst schnaufte, Digga. Ich raste voll aus, ey. Ich habe schon ein seltenstes Pokémon. Ich erinnere mich noch damals. Ich musste damals bei einem One-Through, also einem Playthrough, musste ich mal einmal optional ein bisschen wilde Pokémon farmen und so, um das seltenste in 2 Gebieten zu finden. Das erste habe ich zwar so ähnlich auch so kurz vor Ende gefunden. So wie meistens, aber für die 2 muss ich extra eine farmen. Hier kriege ich im Let's Play gleich das erste seltene gleich am Anfang. Das ist cool. Das freut mich, Leute. Da muss ich vielleicht kein Offscreen-Farming machen, weil das ist nämlich echt nervig mit dem Zeug. So, geh weiter, mal gucken. Was hast du denn für ein Wesen und alles? Das ist kauzig. Cool, auch nicht schlecht. Wassertempo, Blubber, Ruckzucki, okay. So, gucken wir mal. Wir haben ein Stolunio gefangen mit Steinhaupt. Und es hat Wesen hastig. Hastig heißt, glaube ich, es erhöht die Initiative und senkt die Verteidigung. Das ist auf jeden Fall voll in Ordnung. Damit gehe ich konform. Und er hat Steinhaupt. Er hätte auch Robustheit haben können. Was hier in dieser... Oh, er hätte wirklich Brüller. Mann, geile Scheiße. Ich habe gleich Glück gehabt. Ich habe meinen Pokémon auf relativ hohem Level gefunden. Mit einem guten Wesen. Weil ich finde einfach, Steinhaupt ist hier so viel nützlicher als Robustheit. Weil halt Robustheit hilft nur so gegen so Sachen wie Geofissur oder Eiseskälte oder so. Dass man halt diese One-Hit-Attacken halt nicht durchbekommt. Und später wurde es zwar nützlich, aber man halt immer mit vollen KP, immer mit einem HP überlebt. Das ist quasi wie ein Fokusgurt. Aber hier finde ich das echt nützlich. Ich glaube, das würde ich sehr gerne ins Team aufnehmen.
Und ich glaube, dafür muss unser Voltilam jetzt dann doch zu Hause bleiben, weil wir jetzt einfach ein Mit-Teammitglied haben, was ich gerne leveln würde. An der Stelle muss ich überlegen, können wir... Ich will Gehweier mitnehmen und gucken, was ich von Grant dafür kriegen würde. Einfach nur mal so, deswegen bleibst du nochmal ganz, ganz kurz zu Hallo, so mein Goodster. So, wie gesagt, ich kann auch keine Namen geben, weil ich habe noch von euch keine Vorschläge erhalten, weil das hier wieder meine eine Staffelaufnahme ist. Ich glaube, ich kündige das jetzt immer an, wenn ich eine Staffelaufnahme mache und gleich am nächsten Tag noch eine Folge aufnehme, weil ich nehme ab und zu mal jetzt auf Tasche auf, wenn ich halt die Zeit und den Speicher auf meinem Festplatte frei habe. Und damit ihr das Bescheid wisst, dann sage ich euch Bescheid, nicht das Wunder, ey, wieso, ich habe doch schon einen Namen vorgeschlagen. Außerdem habt ihr halt so zwei Parts Zeit, Möglichkeit, den Namen zu schreiben. Das ist halt fair für die, die nicht sofort immer jeden Part sehen, weil dann würde ich halt den nehmen, der als erster geschrieben hat. Und das wollte ich ja nicht machen. So, Grant ist hier hinten. Wo ist denn Grant hin? Ja, hast du Grant schon getroffen? Ja, ist übertreibt ein bisschen, stell dich für den dazwischen. Ich weiß schon gar nicht mehr, damit das ja bald noch immer aufhört. Probier später nochmal. Wo ist denn Grant hin? Der Arschlack. Grant, ja, der hat das gelegentlich wilde Pokémon. Ja, ist total toll. Was wenn ich mit ihm kämpfen möchte? Nee, wenn ich allgemein kämpfen möchte. Nee, ich weiß gar nicht, auf welchem Level die im Kolosseum sind. Das lasse ich mal lieber noch, weil da kann ich mich ganz böse auf die Fresse legen. Das wäre nicht so gut, dann raste ich voll aus, Mann. Dann hab ich es verkackt. Richtig toll, Mann. Ist er vielleicht noch beim Wüstenplatz? Ich gehe da nochmal hin, einfach mal in der Hoffnung. Vielleicht stirbt er ja da noch rum. Aber, personally, nee, I don't think so. Scheiße, wir können doch keine Pokésnacks kaufen, das ist echt dumm. Das ist total scheiße. Muppet-Modus. Wo ist denn Grant unterwegs? Was muss ich jetzt überhaupt machen? Ich gehe nochmal zu Typi hier im Büro. Stimmt, der hatte mir eine E-Mail geschrieben. Ich hatte am letzten Pump ich ein bisschen planlos rumgelaufen, hab dann stattdessen einfach gelevelt. Ich habe doch eine Mail bekommen hier. Der Kryptoplan, ja, habe ich rausgefunden. Schnell her, kann ich dir persönlich mitteilen. Genau, das war's. So. Und ich möchte auch meinen, dass man hier im Laden eigentlich Pokésnacks kaufen kann. Aber vielleicht auch nicht. Oder vielleicht erst später. Das wäre natürlich ziemlich scheiße, weil ich würde schon gern konstant meine Snacks da ablegen. So, ne? Dann haben wir halt mehr Zeit, wenn wir mal gerade in Notdurft sind. Notdurft hört sich voll scheiße an. Okay, dann lass ich Gehweier ja erstmal zu Hause oder mach sogar in meinen Kryptorbis rein und dann gehe ich jetzt ins Gebäude gleich zurück. Ach Quatsch, ich kann hier auch. Gleich dahin gehen ins Kolosseum. Denn da oben ist der einzige Computer, glaube ich, hier in der Stadt. Nee, ich glaube, es stimmt, im Polizeiquartier ist, glaube ich, auch noch einer. Wenn es hier so wie ist in dem Kolosseum, aber ich glaube mal schon. Das würde jedenfalls irgendwie Sinn ergeben, nehme ich mal stark an. So. Och nein, nicht schon wieder. Was heißt nein, nicht schon wieder? Ich find's ja cool, aber ich muss mich echt mal beeilen. Und ich muss jetzt erstmal ganz schnell... Schnell! Rein da! Kryptorbis, schnell! Hopp, hopp! Ba-ba-da-da-da, trollololololol. So, da habe ich jetzt natürlich einen super Platz für... Achso, ja. Ich muss tauschen. Ich muss tauschen, Mann. Ja, ich bin ein Fan. So, genau, weil nämlich Käfer ist auf Unlicht ziemlich effektiv und Flug ist auf Käfer sehr effektiv. Heißt, ich kann die Reihe so fortsetzen und bräuchte jetzt hier jetzt nur noch sowas wie ein... was würde da hinpassen? Geist würde nicht gehen. Unlicht ist noch sehr effektiv. Auf Psycho würde auch nicht gehen. Ja, Unlicht ist das schwer zu integrieren, weil es halt nur sehr effektiv in Anführungszeichen effektiv auf Geist und Psycho ist. Ansonsten ist Unlicht jetzt nicht so der offensiv beste Typ. Aber er hat auch ziemlich wenig Resistenzen. Ziemlich wenig Schwächen, bis auf Käfer im Kampf, glaube ich. Ja, Käfer im Kampf. Und ich deswegen, ich weiß nicht, mag Nein, vielleicht später mal irgendwann austauschen oder so. Übrigens, das ist auch eine sehr gute Kette. Ist eine Vierer-Stolunio-Reihe, weil immer Stahl auf Gestein sehr effektiv ist. Und das kann man jedes Mal ja machen, weil die immer den gleichen Doppeltyp haben. Das ist ziemlich cool. So, jetzt gucken wir erstmal mit dem PDA und goggeln mal ganz kaum, was die Poké-Platzen so eigentlich so sagt. Die Wüste, das ist ziemlich langsam. Ich würde spontan auf irgendwas tippen, was da selten, was da häufig ist. So, wir haben ein Stolunio für unser Team, Mann. Und was hast du eigentlich für einen physischen Angriff? Mal so verglichen mit... Ja, geht eigentlich. Ist genauso gut wie Banjo, ist zwei Level drunter. Aber beide entwickeln sich noch, von daher kann man es aktuell noch nicht sehr gut einschätzen. Auf jeden Fall ist der Verteidigungswert aber jetzt schon der beste, den wir hier im Team haben. Doppelt so hoch wie bei Hundus da. Geil. Schön. Und ich habe mich vergessen zu heilen. Ich bin Pleppo. Ist egal. Ist egal, ich lauf einfach hier los. Und vermehre das wilde Pokémon, ey. Ich werde mal einfach einmal von jedem Typ eins fangen, wenn ich sehe. Einfach nur, weil
Dann haben wir was für uns zusätzlich für unsere Maschinen. Das kann aktuell uns noch sehr, sehr hilfreich sein. Und ihr habt halt Pokémon, die ihr vielleicht cool findet und benennen könnt. Also wenn ich hier einen Skorgler hätte, würde ich es auf jeden Fall auch behalten und benutzen, wenn es ein Skorgro schon werden könnte, weil Skorgro ist ziemlich cool. Das ist ein wildes Sandlein. Jetzt fragt mich aber nicht, ob das häufig oder mittelhäufig ist. Yeah, wessen Mucke, Jungen, geil, Jungen, perfekt, geil. Dudelupidu, dann Maximobstart, Roxolocker, Mann, ey, gut, 22. Alter, das wäre schon Sandama, cool. Du kriegst eine Aquaknarre in dein Gesicht, der tut dir richtig weh. Ich hoffe doch, du überlebst, weil ich will dich fangen mit einem Pokéball. Das war sogar nicht mal die Hälfte. Jetzt könnte ich natürlich sagen, ich riskiert einfach und in der Hoffnung, vielleicht kommt ja kein Crit. Aber ich bin doch nicht bescheuert, hallo? Ich kenne doch meine Pappenheimer, deswegen... Eine Lehmschelle. Kratzer, Mann, das tut recht weh. Mach das nicht, ich beiß mir in Zeh. Und Gaff! Idyllisches Modus. Genauigkeit, die sinkt. Ba, 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 ba. Unser Dame stinkt. Zeit für einen Pokéball. Vielleicht reicht's ja einfach schon aus. Das wäre ganz cool. Bleib doch drin. 3 und catch it! Yo! Sandan wurde gefangen. Ha, schön. So, Spitznamen, achso, habe ich ja noch nichts, ne? Noch keinen Spitznamen. Nein, nicht cool, lass ich sein. Du auf einen PC übertragen, Mann. Soll ich die Pokésnacks wieder einsammeln, damit wir erstmal Ruhe haben? Na, ich glaube, das fällt auf. Wir gehen wieder nach Pyritus zurück und gucken gleich mal Sandama. Können wir gleich mal in den Kryptorbis einbinden. Diesmal mache ich es aber, glaube ich, im Polizeiabquartier. Wir laufen nicht wieder nur rumfangen wilde Pokémon. Das war eigentlich nicht mein Plan. That was not the plan. So, wie waren wir übrigens noch gar nicht drin? Und hier ist übrigens wirklich wieder ein PC. Kann man hier... Oh, Item. Haha. Ein Hypertrain, geil. Cool. Ich bin doch wohl cooler als der Kommissar, oder wenn nicht? Eines Tages setze ich auf dem Stuhl des Kommissars. Das versteht sich von selbst. Jawohl. Bist du behindert? Boah, ich bin jetzt zwar eingebuchtet, aber deswegen muss ich mir noch nicht das blöde Gebrabbel von diesem Dummschwätzer anhören. Ja, hast du recht. Gebe ich dir recht auch als Gangster. Sinn, Mist, ich bin nur wegen der harmlosen Schlägerei gelandet. Wenn ich nicht bald rauskomme. Hey, Kleiner, bist du? Dieses Ding hat deinem Arm, das kann nicht sein. Ach nichts, zieh eine. Aha, er wusste, dass wir eine Krallmaschine haben. I see what you did there, fucking bastard. Du bist von dem Krypto, du Affe. So. Wir haben einen Sandama gefangen. Erstmal gucken, was kannst du denn so? Mal gucken. Mal schnökern, was du kannst. Locker. Hm. Ja, das ist auf jeden Fall... Wow, 51 Defense und 43 Angriff. Sandschleier, erhöhter Fluchtwert im Sandsturm. Das ist cool. Aber die Attacken sind alle Müll. Was soll ich denn mit Giftstachel? Wieso kannst du Giftstachel? Bei Sandama würde ich es ja verstehen. Aber ich glaube, man auf Level 22 entwickelt sich sogar, glaube ich, schon, ne? So, wäre jetzt natürlich aktuell sogar ein ziemlich wertvolles Mitgliedsteam, weil einfach der Angriff ist der höchste, den wir überhaupt hätten haben können. So. Es ist zwar doof, dass ich jetzt hier unten die Sache unterbreche, aber es ist das Beste, was ich aktuell als Verbindung hier herstellen kann. Hm. Was da geht da? Ja. Auf Unlicht habe ich ihn... Ja doch, eigentlich schon. Aber Sandama ist halt auf nichts anderes gut. Wenn ich die austausche... Dann haben wir 3 blaue Striche. Nee, das ist auch doof. Hm. Ich glaube, ich muss wieder so machen. So, und dann... Die 2 wieder aus. So, haben wir 2 hellblaue Striche. So. Jetzt kann ich aber noch in der Mitte drehen und gucken. Immer noch kein normal effektives, kein sehr effektives Pokémon für Pupanz dabei. Aber egal, Pupanz ist gleich durch. Das heißt, wir können demnächst damit rechnen, dass wir ein weiteres Krypto-Pokémon haben zum Befreien, was dann halt die erste neue Box bilden kann. Das ist ziemlich cool. So, dann flitzen wir jetzt mal den Rest des Parts. Wir haben schon wieder unheimlich viel Zeit verbraucht. Das ist unglaublich hier. Ich finde es auch cool, dass man hier halt wilde Pokémon nicht mal fangen kann. Das ist irgendwie cool. Es ist zwar nicht so einfach, aber ich finde es halt cool, dass es einfach wilde Pokémon allgemein gibt. Ich freue mich, ich freue mich nicht. Oh. Die Mucke. Oh, es gab Schwierigkeiten. Ein paar zwielichtige Typen kamen reingestürmt und haben Chios Mädchen, das aber gefangen führt. I tot. Knitz, knitz, knitz!
voll am Ausrasten. Armes Knilzi. Wir holen gleich unser Knilz raus. Das kann ich denn trösten. Ich habe mich nicht geheilt. Ich bin behindert. Warum vergesse ich das jedes Mal? Ich bin da bekloppt. So, Stolunio, du hast erstmal Auszeit, weil ich finde dich zwar toll und ich finde Stolos mega geil. Aber, ganz ehrlich an der Stelle, du bist das höchste Level hier. Du musst warten. Hey, du da. Hier kommst du nicht weiter. Kommst du nicht rein. Hey, du bist Kaya, ja, nah. Genau, cool. Ich hatte Latein. So, Kryptoknecht Brat, mir mal eine Wurst. Kryptoknecht, magst du Bratwurst? Ja, Kanivana und Schmerbe. Yay, ehrlich mal ein männlicher Hai. Ja, das habe ich jetzt nur in einer Person gesagt. Ich bin voll gemein, ich weiß. So, wir haben übrigens hier sehr nützliche Pokémon für unseren Chris dabei. Das sieht doch super gut aus, dass du da so ein Schmerbe aussaugst. Das finde ich geil. Das ist episch. Einfach richtig knorke und mega geil. Aurora Strahl. Nein, Biss. Autsch, tut weh. Nicht, vor allem schreck jetzt nicht zurück. Dann kriege ich alle HP wieder. Aquaknarren. 3 HP. Das stecke ich doch ganz locker weg. Mega Sauger. Mega Drain. Oh, One-Hit-KO. Und pff, alle HP wieder da. Ja, ist schon scheiße, weil Sabone ist manchmal gegen Pflanze echt ein bekackter Typ. Ansonsten ist Wasserbohnen aber ein ziemlich geiler Typen-Kombi. Sumpix ist ja immer auch mein Lieblingsstarter-Wasser-Pokémon. So, mir Maximops erreicht Level 19 und, ja, schön. Bodyschlamm. Hm. Das ist schon mal besser als Charm. Alles ist besser als Charm. Außer Heuler. Da ist Charm besser, weil jetzt halt eine Angriffsstufe mehr abnimmt. Ich habe Maximops erlernt Bodyschlamm und, jetzt erstmal Aurora-Schrei einklatschen. Ja, bäm, voll in die Fresse und auch wenn es nicht effektiv ist, ihr wisst, es ist das scheiß Death-Pokémon, das kratzt sowieso bei jedem Angriff ab. Deswegen bist du sowieso geliefert, du Sack. Ich hoffe, der Aurora-Strahl reicht übrigens, ja, oder so. Weil ich habe eigentlich gar keine Lust, noch einen Megasauger zu verschwenden. An diese Flasche hier. Du. 169 Erfahrungspunkte, 69 war da drin, hahaha. Naja. Kryptoknecht Brat, mir meine Bratwurst hat verloren. Von einem Winzling, wie die besiegt. 720 Pokédollar, Übrigens ist dieser Part hier in 720p. Oh nein. Ach so, ich glaube, jetzt können wir mal die ganzen Räume besuchen. Sie ist abgeschlossen. Aufschließen? Das macht voll viel Sinn, wenn es abgeschlossen ist. Was ist los? Chio, sie haben Chio entführt. Chio ist Bites jüngere Schwester. Sie ist das Mädchen vom Empfang. Du hast mit ihr gesprochen, oder? Die Einringer haben sie in den Aufzug gezerrt und sind nach oben gefahren. Das ist aber voll kacke. Voll asozial. Geht ja mal gar nicht. Wisst ihr was, Leute? Wir kriegen im Spiel wahrscheinlich eh noch genug Kohle. Ey, komm, was soll der Geiz hier? Beleber für Hundi. So, jetzt verpassen wir auch mal ein paar Tränke hier. Wir haben nämlich noch ein paar alte 20-Punkte-Tränke. Hallo. Ich kann benutzen, danke. So, einmal hier. So, dann. Einmal nochmal hier. Und dann reicht das, glaube ich, auch. Das reicht doch hier aus. Erstmal fürs Erste ist das so ganz cool. So, Banjo, du kommst mal mit hier. Paraheiler, wunderschön. So, wer will denn jetzt mit Zernobius und Team? Ja, Maximops, Wasserfeuer ist immer eine ganz gute Kombi, glaube ich. So, du hast 2 KP mehr als Banjo. Haha, du kannst dich stolz fühlen. Du bist jetzt der drittstärkste im Team. So, hier ist noch ein Arsch dran. Hey, du Aslak. Ja, wenn sich alle ruhig verhalten, wird keinem was passieren. Also keine Sprenzchen. Versuch doch nur eine die Mücke zu machen, denn rumst, kapiert? Ja, Du hast gerade gesagt, dass rumst. Pass auf, ich rumst dir gleich mal eine. Du kommst mir ganz besonders verdächtig vor. Ja, mir auch. Denn ihr seid hier die Verdächtigen. Kryptoknecht Morten. Hä? Morten? Der Typ, der komischen Cooperlinge aus Super Mario World, der ist dann ja auch Morten oder so. Krebscore und Fritzelbliss. Oh, ich will Krebscore haben als Krypto-Pokémon. Ich finde das voll toll. Krebscore. Wir haben gerade ein ziemlich bescheidenes Matchup, darf ich das mal erwähnen. Einfach weil da steht mir ein Wasser-Pokémon und ein Elektro-Pokémon. Das ist kacke. So, ich glaube, ich kill einfach erstmal das, einfach nur weil ich Angst davor habe.
So, Body Slam und Finter. Oh, der macht auch noch Jaula. Nicht cool. Wobei, muss dann Elektro-Attacken sind ja eh speziell, also ist es eigentlich egal. Erstmal eine Finte in dein Face. Bam. Ja, mit Body Slam könnte eventuell. Na, ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. So, erstmal eine Klammer, die halte ich aus, auch wenn die trotzdem wehtut, weil scheiß Death und so. Physische scheiß Death, speziell geht sogar einigermaßen. Ja, es reicht. Schön. Body Slam erstmals im Einsatz, der Aurora-Schall hätte wahrscheinlich nicht gereicht, nehme ich mal an. So, Sinobis erreicht jetzt auch Level 19, das freut mich. Oh, schön. Zwei Defense, immerhin. Und zwei Spezien, kann man auch mal gut haben. So, ein Slimer. Ja, das ist schon mal besser auf jeden Fall. Hatte ich auf jeden Fall neutral treffen mit beiden. So, jetzt kommt der Frisselblitz hier erstmal dran, der ist nämlich gerade geboostet. Und geboosterte Pokémon sind immer scheiße. Ruckzuckkeeper, ja, gut, da trifft mich aber nicht sehr effektiv. Und auch wenn der jetzt ein Angriff wird, das sollte das nicht so viel Schaden machen. Auf jeden Fall nicht bei Möpschen. Hundi schon ein bisschen mehr vielleicht, weil scheiß Def, ich erwähne es glaube ich immer wieder. Auch als Hundemon behebt sich das übrigens nicht. Wow, das wird ganz schön gut abgezogen. Na gut, ne, wenn man die Defensive scheiße hat, muss man halt auch ein bisschen in der Offensive wenigstens raufklotzen können. Und das kann es auf jeden Fall. Bam! Tschüssikowski! Voltenso wäre echt cool. Ich glaube, wir kriegen sogar ganz, ganz spät im Spiel noch eins. Oh, Spoiler! Ihh, Schlammbart. Oh oh, ich glaube, ich sehe meinen Hundi schon sterben. Ja, boah, ein HP. Keine Vergiftung, keine Vergiftung, keine Vergiftung, keine Vergiftung. Nein. Ist natürlich klar. Ich krieg eine Schlammattacke ab. Das ist nicht eine Giftstadt. Ich glaube schon, Schlammbad hat ja bloß eine 10% die Chance zu vergiften. Ich muss nachgucken. Ich weiß jetzt im Kopf jetzt nicht. Und ich krieg natürlich instantes Gift ab. Oh, jetzt ist Schlunia aber trotzdem dabei, weil es resistent gegen Gift ist. Sehr nützlich übrigens. Immer noch schön auch im Competitive, wenn man mit Stahl einfach nicht toxiniert werden kann. Denn Toxin ist da ganz schön nasty. Ständig kommt irgendein Vieh mit Toxin an. Das nervt voll. Ich voll OP, Alter. Voll Burgen, die Scheiße. Ich mit Soße. Kannst du auch irgendwie so einen Toxic Orb Healer reinschicken in den Toxic. Das ist immer ganz lustig. Prediction Action for the win. Das reicht nicht aus. Scheiße. Herdner uses Harden. Ja, Safcon uses Harden. Ja. Level 100er Safcon mit Herdner. Gegen Pikachu. Ach, diese Real-Life-Pokémon, die sind cool. Müsst ihr euch auch mal reinziehen. Gebt mal einen Real-Life-Pokémon. Bei Smush war, glaube ich, der Kanal, die fand so cool die Videos. Ich fand das so geil. Habe ich übel abgefeiert. So. So, Morten wurde besiegt. Jetzt kannst du zurück nach Super Mario World gehen. Du bist härter als der Wächter am Eingang. Ja, der war auch eine Pussy. Der lag nämlich am Boden und hat die ganze Zeit... Ich kann nicht mehr. Och nein, nicht schon wieder, Leute. Was ist denn los hier? Ja, wahrscheinlich haben wir das erste Mal jetzt hier erstmal Poképlatz-Dinger dahingesetzt. Und die Pokémon rasten natürlich instant aus. Und das ist schon wieder ziemlich schnell. Die Pokémon rasten natürlich erstmal volle Kanne aus. Weil, wer soll ihn denn da vorher Futter hingestellt haben? Niemand. Und jetzt steht plötzlich welches da. Wahrscheinlich sind es jetzt für die... Ich komme nicht durch. Mann, Fetti, du liegst mir im Weg, geh doch einfach weg, du Sack. So, jetzt müssen wir flitzen, Leute. Ich könnte jetzt wieder einen Cut machen, weil der Part ist vorbei, aber... ja, Pupanz ist fertig, das ist schön. Ich will noch einen, wenigstens einen Pokesnack übrig lassen, um in der Hoffnung auf einer Oase noch ein anderes Pokémon kriegen zu können. Das wäre in dem Fall das Mittelseltene. Ich hoffe, das kriegen wir irgendwann nochmal, weil ich glaube, das ist ein weiteres Gehweih jetzt. So, jetzt könnt ihr euch quasi einen Gehweiher aussuchen, wenn ihr möchtet, gerne. Das, was ich jetzt vielleicht fange oder das, was wir schon gefangen haben. Eins werde ich ja definitiv tauschen, denn auf jeden Fall. Und das ist tatsächlich wieder und es bleibt ein Snack übrig, Gott sei Dank. Glück gehabt, ein wildes Gehweiher, scheint es geil, schon wieder ein seltenes. Schon wieder? Was geht denn hier bei euch so ab, Mann? Es ist Level 17. Ja, das freut mich sehr. Bei einem Body Slam passiert vielleicht, das wäre wirklich cool. Dann ist es leichter zu fangen. Bong. 30%, komm schon. Ja, warum auch? Warum eigentlich? Ja, warum sollte er auch, ne? Warum? Es ist ja, ich bin's ja. Es ist ja kein NPC, ne? Eben ein 10% oder ich weiß nicht, vielleicht auch 30%. Ich müsste echt nachgucken. Lieber waren es 30%. Da kriegt er 30% beim ersten Angriff. Gift, ich krieg beim ersten Body Slam aber keine Paralyse. Nö. Warum denn auch? Wäre ja mal viel zu einfach. Kai muss ich mir anstrengen. Arschloch. Du Arschloch, Game. Ich mach dich kaputt, Alter. So, okay, Bayer. Nein, ich will noch nicht besser haben. Warum drücke ich immer automatisch da? Ich bin doof. Ich bin zu überenthusiastisch, Mann. Ey, cool. So, haben wir gedidet und wir haben nur einen Snack übrig. Ey, Koffer. Haben wir nur noch? Wie haben wir ihn?
Ach nee, Anzahl ausgelegter, da oben stehende im Besitz. Das ist doch mal kacke, Mann. Ich hab bloß noch einen hier. Ja Leute, was soll ich jetzt machen? Ich glaube, ich werde jetzt hier erstmal in Pyritus wieder den Part beenden und dann gehen wir zurück im nächsten Part ins Gebäude. Vielleicht vorher mal healen, ich weiß nicht. Schon wieder ist Hunni da und Mann, der hält nichts aus. Und verzeiht, dass er sich entwickelt, damit er wenigstens ein bisschen mehr rausknüppelt, dass er seine potenzielle Gefahrengegner einfach ausschaltet. Das wäre auch vielleicht auch ganz nützlich. So, an der Stelle speichere ich jetzt also erstmal für den Moment, Leute. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ich danke an der Stelle vielmals fürs Zuschauen und bis dahin wieder mal unser übliches Wort. Also macht's gut, haut rein. Tschüssi, Kowski und ciao.